keine Gefangenen. So, das läuft doch schon besser als die letzte Mission, habe ich den Eindruck. Zwar sterbe ich auch hier, aber das ist normal. Ja, das ist der Unterhaltung wegen. Glaube ich. Würde ich jetzt hier auch durchrennen, wie stellenweise bei Medal of Honor, dann wäre das auch irgendwie langweilig. Behaupte ich mal. Ist hier noch jemand? Hallo? Hallo? Gegner? Wo seid ihr? Gegner? Huhu! Ich habe Knoppers! Vielleicht ist dem Knoppers nicht deutsch genug. Ich weiß es nicht. Weil ich gerade gar nicht weiß, wo Knoppers eigentlich herkommt. Ehrlich gesagt. Ob das auch so eine urdeutsche Marke ist. Ich behaupte mal nicht. Ich glaube, wir sind ein bisschen tief hier unten, oder? Ha! Hallo! Ich muss gleich eine andere Waffe nehmen. Befürchte ich. Wenn die Munition schwindet. Ah, von rechts kommt er auch noch. Ah, von oben. Na. Das kann man gut hören. Das kann man auch sehr, sehr gut hören. Hoffnung. Ah! Ich will leben. Lass mich leben. Ich glaube, wenn man auch wirklich auf schwerste Schwierigkeit spielt, braucht man so ziemlich jede Stelle, die man hier finden kann, um sich zu verstecken. Fürchte ich mal. So, ich muss gleich echt mal hier auf die anderen Waffen umsteigen. Okay. Au. Okay, wenn ich weiß, dass die da kommen. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Eindringling. Lalala. Lalala. Hi. Oh. Wie oft schießen die denn oder wie schnell? Meine Güte. Wir werden angegriffen. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Erschießt jeden Eindringling. Alter Schwede. Hui. Das ist schön. Wie auch immer die das überlebt haben. Ja, Aufzug aktivieren. Eigentlich nicht. Ich möchte noch ein bisschen aufräumen hier. Vor allem, ich brauche ein Leben. Achso, man wäre hier von der anderen Seite gekommen. Wäre man auf der Seite hier gewesen. Jo, wäre man auf der anderen Seite. Hallo. Ah. Und ich wollte fast mein Snipergewehr weglegen. Okay, also ganz hoch kommt man anscheinend nicht. Hapu. Ich würde gerne sprinten. Hier, erstmal nehmen wir uns das hier. MP40. Machen wir es mal so. Ich möchte gerne Leben haben. Ich muss nur mal gucken, ob da noch irgendwo was ist. Weil so geht das natürlich nicht. Ich befürchte... Doch, da vorne ist noch was. Sehr gut. Ich glaube, hier sind auch absolut keine Gegner mehr. Deswegen passt das schon. Ah, so viel dazu. Warum ist der... Da oben ist noch jemand. Da hinten auch noch. Warum auch immer? Wo kommen die denn her? Was machen die denn hier? War einer gerade auf Toilette, als ich hier durchgefegt bin? Oder was war da los? Sorry, wir waren gerade beschäftigt. Ja, ich merk's. So. Dann mal upwards here. Als echter Amerikaner kann man auch upwards in diesem Aufzug. Und ich wollte gerade sagen, hier ist niemand, aber das stimmt nicht so ganz. Ja. Ah. Männlich. Manchmal muss man auch männlich kreischen. Hatte ich wenig Leben hier. Meine Güte. Okay, die schwarzen Dinger sind Granaten. Hier, ne? Steht ja auch. 10 Stielhandgranaten. Schön. Aufmerksamkeit. Es war sogar, glaube ich, einigermaßen schnell reagiert. Behaupte ich einfach mal. Nur, dass noch jemand da ist.
Na, komm raus. Dankeschön. Au. Verdammt, ey. Ich muss öfter mal einfach Granaten schmeißen, damit Leute aus den Verstecken hervorkommen. Habe ich den Eindruck. Einfach aus Prinzip. Na. Dankeschön. Sehr großzügig, dein Leben zu opfern. Okay, es ist schon besser. Haben die noch schöne Waffen hier? Ich glaube nicht. Turbinen. Au, au. Jetzt immer von allen Seiten kommen. Voll gemein. Voll fies, ey. Das Klappern kommt von da unten rechts, ne? Nicht von hier oben. Hier ist ja abgeschlossen. Ja, wo bist du denn? Hallo? Du bist noch nicht tot. Da hinten ist einer. Ja, dann halt nicht. Als ob ich jemanden... Also ich will auch niemanden gefangen nehmen hier. Das wäre zu viel Ballast. Ich glaube, das war's. Ah, es dreht sich schön. Die Turbinen sehen immer so sauber aus, oder solche Getriebe. Als wären sie zwischendurch mal poliert worden. Oder geölt, meinetwegen. Ja, ist schon schick hier. Aber ich muss sagen, ich finde die Innenbereiche fast bei Medal of Honor sahen die fast hübscher aus. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil die einfach, weil es einfach andere Gegenden waren, in denen man sich aufgehalten hat. Da sahen die irgendwie nicht ganz so steril aus. Ich sollte vielleicht wahrscheinlich snipen. Das sieht jetzt hier schon einigermaßen steril aus. Achso, ich befürchte... Okay, zum einen, dass man hier kämpfen muss, zum anderen aber auch, dass wir hier gleich zurück müssen. Na, komm raus. Und wenn wir hier zurück müssen, dann ist ja alles voller Gegner. Da würde ich spontan drauf wetten wollen. Wenn mir irgendwas einfallen würde, was mir egal ist, was ich weggeben kann. Hi. Wir müssen da sowas von zurück, glaube ich. Irgendwann kennt man halt, wie solche Spiele aufgebaut sind. Oder wie solche Missionen öfter mal aufgebaut sind. Irgendwann wiederholt sich das auch so ein bisschen. Es gibt halt so ein paar Klassiker. Wie zum Beispiel ein Raum voller Kisten, wo man sich verstecken kann. Das ist auch genau so ein Klassiker. Das ist fast ein bisschen klischeehaft. Aber gut. Die müssen wir doch nicht zurück hier. Ah. Aber irgendwie habe ich bis hier unten noch nicht viel gemacht, ne? Sollte ich nicht irgendwas kaputt springen? Oder mache ich das jetzt hier unten? Ah ne, hier unten ist das Transformatorhaus, ne? Hier, der ganze Kram. Ah, das sieht doch schon mal schick aus. Mir gefällt das. Wobei man ja sagen muss, das, was hier oben drüber läuft, das ist ja alles nur so ein Überflussbereich. Das heißt, das, was eigentlich nicht verarbeitet wird, da, das, was hier runterläuft, macht keinen Strom. Eigentlich ist ein Wasserkraftwerk echt ganz interessant. Ein bisschen zumindest. Wenn man das sich mal genauer anschaut, warum das eigentlich funktioniert und wie das funktioniert. Das ist eigentlich recht unspektakulär. Aber es ist schön, dass so etwas funktioniert. Ist halt nur ein tierischer Aufwand, weil so ein Ding doch meist ein bisschen größer sein muss. Mit dem örtlichen Wasserhahn funktioniert das nicht. Da kommt nicht viel Strom rum. Ah, okay, hier ist, so. Transformatoren. Noch was irgendwo? Drei übrig? Apatzabwehrgeschütze. Okay, die haben wir alle belegt hier. Ach Gottchen, natürlich ist da noch jemand. Aber es ist schön, wie wir als einzelner Held jetzt komplett den ganzen Staudamm ausgeräuchert haben. Das ist toll.
Und der Typ, der da am Mikrofon hängt, der hat Ausdauer, meine Güte. Der macht hier nichts anderes hier. Ist da jemand? Hello. Irgendjemand schießt nämlich hier. Da müssen wir noch hin gleich. Der hat echt eine Ausdauer hier, der Vogel. Oh, Eindringling, geht da mal hin. Macht ihr mal die Arbeit. Ich bin hier am Mikrofon. Ich bin der DJ. Check 1, 2. So kommt mir das vor gerade mal hier. Er drückt sich nur vor der Arbeit oder davor zu sterben. Je nachdem. Es gehört ja hier anscheinend bei den Soldaten mit zur Arbeit zu. Da war gerade jemand. Ah! Hab ich den getroffen? Ich hab den getroffen. Warum auch immer. Aber es war schön. Ich fühle mich ein bisschen erleichtert gerade. Den habe ich auch getroffen? Was ist das denn? Gut, klar, es ist Call of Duty. Da muss man ja Skillshots machen. Sonst ist man ja nicht sonderlich cool. Ist da denn noch jemand hier? Schon wieder ist das Licht ausgemacht worden. Wer macht denn sowas? Ich weiß es nicht. Aber doch, die Mission finde ich besser als die davor. Die ist zwar auch nett, aber halt schwer. Beziehungsweise man muss ja erstmal herausfinden, wie man die am besten macht. Hier muss man einfach nur durchrennen. Das passt schon. Bisschen in Deckung gehen und dann läuft das alles. So, müssen wir jetzt hier raus vielleicht? Ne, ich muss... Okay. Ich muss mich da vorne treffen? Ich weiß es nicht. Das Missionsziel wird ja einfacherweise angezeigt oder da, wo man hin muss. Treffen Sie sich am südlichen Ende des Damms mit Captain Price und entkommen Sie. Natürlich. Da oben hin oder was? Wie da oben hin? Muss ich jetzt ganz hochlaufen wieder oder was ist da los? Okay. Das wäre jetzt, ich hoffe, weh, da kommt jetzt Verstärkung hier. Es kommt Verstärkung. Natürlich. Okay, also müssen wir uns komplett hochkämpfen. Okay, das ist dann der Teil der Mission, der mir eher weniger gefällt. Weil alles einfach nochmal recycelt wird hier. Ich meine, klar, das Level ist einigermaßen hübsch. Aber trotzdem, es ist ein bisschen faul vielleicht. Ich hoffe mal, der Widerstand ist jetzt nicht zu groß. Hi. Überraschung. Ich bin immer noch da. Die letzten 100 Leute konnten mich auch nicht aufhalten. Jaha, du auch nicht. Huhu. Dass sie das nicht einsehen, ne? Oder alle mal gleichzeitig kommen, meinetwegen, von allen Seiten. Ja, da fehlt es wahrscheinlich an Absprachemöglichkeiten. Na, komm hier, Gegner. Komm hier, Gegner. Es kommt. Naja. Bisher sind es nicht so elendig viele. Aber es kommen Gegner. Ah, da werden schon mehr. Ich sag ja, ne? So ein Gang ist extra dafür eingebaut worden, dass man zwischendurch auch noch mal ein bisschen Fernkampf hat hier. Weiß gar nicht, so viele Gegner sind. Das ging echt. Na, da oben sind sie. Hi. Hi, Jungs. Na, heute schon gefrühstückt? Hier, friss das. Da links ist jemand. Ja, von der anderen Seite auch anscheinend. Puh. Das einzig Nötige, damit das Böse Erfolg haben kann, ist, dass die Guten einfach zusehen. Aha. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Wie, jemand Neues da oben? Ja, ist schon tot. Ja, kommen Sie mal hervor hier. Deckung.
Nichts mit Deckung hier. Ah. Oder ist rechts doch niemand? Ich glaube fast nicht. Granate! Hätte gerne Heilung. Ein bisschen sehr gerne. Könnt ihr mal bitte vorkommen da? Aus ihrem Verstecken. Sehr meine Serviceleistung hier. Das ist gerade mal eine sehr ungünstige Stelle hier. Vorkommen. Vorkommen. Okay, der ist tot. Ja. Werfen konnte den trotzdem. Ist er tot? Ich bin erstaunt. Ah! Och Mann, es war so schön. Und bleib tot. Halt still down. Ah, Heilung. Heilung. Ich mag dich. Hier muss man wirklich vorsichtig sein. Das ist ja furchtbar. Na, kommt jemand raus? Nicht? Ich bin überrascht. Bin wirklich überrascht jetzt hier. Vor allem, je besser man eigentlich den ersten oder den Hinweg spielt. Umso besser. Ich hab dann anscheinend auch der Rest. Reden die gerade auf Englisch mit uns, damit wir das verstehen hier? Das ist sehr lustig. Finde ich gerade mal sehr ulkig. Hi. Au. Okay. Schön, dass man durch die Gitter einfach so durchschießen kann. Okay. Ja, jeder schießt mal daneben. Auch der Kerl. So, von der anderen Seite kommen wir, glaube ich, nicht sehr weit, ne? Das finde ich jetzt echt ein bisschen albern, dass man hier komplett nochmal hochspielen muss, hochlaufen muss. Aber auf der Seite waren wir noch nicht vorher hier. Das finde ich echt ein bisschen albern. Da hätten sie das Level da hinten mal beenden können. Da, wo der andere Ausgang war. Ich weiß nicht, ob ich diese Waffe hier lieber mag, ehrlich gesagt. Wenn die MP40, die geht eigentlich auch ganz gut, wenn man da mal zu drüber nachdenkt. Ah, doch, die ist schon okay. Heilung. Doch, die ist schon okay. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Trotzdem wäre ein bisschen mehr Munition schön. Doch, die ist gut. Hi. Okay. Nahkampf gibt es Fehler. Doch, gibt's auch. Habe ich irgendwie bisher sehr vernachlässigt. Wobei ich meistens vermieden habe, dass jemand direkt vor mir steht. Aus guten Gründen, behaupte ich mal. Die Verbindung zu den Einheiten unten an der Talsperre ist abgeschnitten. Ja, da unten sind keine Einheiten mehr an der Talsperre. Das ist dafür. Verbindung ist egal. Da ist halt niemand mehr. Meine Güte. Check mal deine Facts, Alter. So. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B. Ich würde gerne diesen Sprecher mal ausschalten hier. Mit ein paar Kugeln. Und seine Poperze. Hallo. Weil der nervt so unwesentlich. Hi. Doch, die Waffe ist gut. Ich glaube, ich kann mich damit anfreunden. Ich habe zwar nicht den Eindruck, dass sie sehr zielgenau ist. Was aber wahrscheinlich daran liegt. Weiß ich nicht. Oder es liegt daran, dass ich die spontan erwähnige mag, dass sie halt nicht so oft schießt. Dass die Feuerrate doch nicht so wahnsinnig hoch ist. Ja, hup, hup. Selber hup, hup. Ist sehr gut. Soll ich jetzt nochmal ballern hier? Meine Güte, wie fährt er denn? Wie
ich das erwartet, dass ich von hier oben snipe? Hi. Bombs. Haben wir das geschafft. Hooray. Das heißt, ich würde sagen, ich mache beim nächsten Mal hier weiter bei Call of Duty. Vielen Dank fürs Zuschauen hier und bis zum nächsten Mal. Es gibt nur zwei Kräfte in der Welt, das Schwert und den Geist. Am Ende wird immer das Schwert vom Geiste besiegt. Der Napoleon. Tja, bis zum nächsten Mal hier. Tschüss.